Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, ich habe mir wieder Gedanken gemacht und 10 Pieces im Internet rausgesucht, die mir diese Woche auf jeden Fall besonders gut gefallen haben. Ich habe sehr, sehr nice Sachen gefunden und ich habe eigentlich vor, so ein Sale, Premium Store, Special eventuell noch zu drehen. Mit Stores, die ich empfehlen würde, wo es jetzt gerade ziemlich nice Sale gibt. Falls ihr das möchtet, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Aber wir fangen jetzt mal an mit den 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, das erste Piece, was ich gesehen habe, habe ich auf der Seite von H&M gesehen. Und zwar gibt es da gerade eine Kollaboration mit Kimi. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das sind ziemlich, ziemlich coole Sachen. Da habe ich 2 Pieces mit reingenommen. Einerseits gefällt mir die Sonnenbrille extrem nice und für 40 Euro finde ich sie extrem fair, aber sie ist schon ausverkauft. Vielleicht noch in anderen Colorways oder man muss halt im Store gucken, aber ich finde die in Schwarz zum Beispiel mega nice. Ich sehe es jetzt gerade ein bisschen spät dran, ich hätte sie mir ansonsten auch bestellt, aber man muss da immer up to date bleiben, denn der ein oder andere schickt die Sachen zurück und dann wird das einfach wieder restockt. Also wie gesagt, sehr, sehr coole Brille, gegebenenfalls guckt auch nochmal in den Stores nach, finde ich extrem nice. Und genauso nice fand ich von denen die zweite Variante, und zwar das zweite Piece, und das sind diese Hemden. Das Coole daran ist, die haben das irgendwie kombiniert, da gibt es auch passende Hose und passende Latschen zu. Ich habe jetzt nicht alles mit reingenommen, wie ihr seht, und sogar noch einen Hut, aber ich finde es extrem cool, wieder dieses leicht oversizige, kurzärmelige Hemd für den Sommer. Ich finde den Look extrem cool. Gut, das sind jetzt nicht so ganz meine Farben. Ich würde wahrscheinlich gerne andere Farben tragen, obwohl viele sagen, hellblau ist mega nice, diesen Sommer, dies, das, jenes oder diese Pastelltöne generell. Und auch hier preislich total fair angesetzt für 29 Euro, meiner Meinung nach total fair. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Das sind die ersten 2 Pieces, die gibt es aktuell bei H&M. Und wir machen weiter mit Piece Nummer 3. Piece Nummer 3 habe ich gesehen bei Nike, beziehungsweise bei Zalando. Und da gibt es gerade so ein, ich glaube sogar fast ein Exclusive. Ich will aber jetzt auch nichts Falsches sagen, denn ich habe ihn nirgendwo anders gefunden. Ziemlich, ziemlich coolen Air Force One. Und zwar in so einer coolen Colorway. Der kostet auch genauso viel wie der normale. Es gab zuletzt mal so einen relativ nicen Colorway, die rauskamen, und die finde ich relativ, sehen sehr ähnlich aus, und die haben halt eben unten diese Sohle so beige abgesetzt und hinten an der Ferse so beige abgesetzt. Ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr nice. Seid auf jeden Fall schnell, sowas wird schnell vergriffen sein. Ja, wie ihr seht, die meisten Größen sind schon wieder weg. Und da müsst ihr bei solchen Sachen extrem schnell sein und checkt das auf jeden Fall ab. So, bei dem nächsten Piece kommen wir zu dem Thema Hosen. Und ich finde coole, geschnittene Hosen extrem schwer zu finden. Dementsprechend sind mir diese Hosen bei Zara gerade aufgefallen. Ich finde den braunen Colorway wirklich cool und die sehen vom Fit auch sehr, sehr nice aus. Dementsprechend haben auch die es in meine 10 Favorite Pieces der Woche geschafft. Ja, es gibt die noch in Schwarz und auch in Beige. Und wie gesagt, ich finde vom Fit her so ein bisschen karottenförmig, aber lockerer geschnitten, extrem cool. Und ja, mir würde persönlich braun am ehesten zusagen. Und ja, auch wieder die hier kombinieren das hier, wie ich das schon zurzeit immer wieder predige, mit diesem lockeren, kurzarmeligen Hemd. Ich finde den Look extrem cool und ja, könnt ihr auf jeden Fall abchecken für 39 Euro, auch voll im Rahmen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und mit dem nächsten Piece sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsstores, und zwar bei Mango Man. Und ich habe das mit reingenommen, weil ich habe in meinen Summer Essentials meinen Anzug mit reingenommen, meinen Leinenanzug. Und ich habe eigentlich kein Sample, gutes Sample gefunden, bis auf jetzt. Jetzt gibt es so einen coolen Anzug, einen Leinenanzug bei Mango Man, und der sieht extrem nice aus. Der kommt auch den, den ich habe, extrem nah, und dementsprechend checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr sowas haben möchtet. Ihr müsst allerdings da Hose und Sakko getrennt bestellen. Ich habe jetzt einfach mal nur das Sakko hier ausgewählt. Das kostet 29 Euro und die Hose hier. Die Hose kostet 59 Euro. Also im Endeffekt unter 200 Euro ist man da für einen kompletten Anzug. Also Sakko und Hose finde ich sehr, sehr nice. Wie der ganze fällt etc. kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall auf den Bildern gefällt er mir extrem gut. Und der wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Sommeranzug. Also könnt ihr ja gegebenenfalls einfach mal abchecken. Ich brauche das jetzt nicht. Ich habe so einen, der fast ganz genauso aussieht. Aber mir gefällt auf den Bildern extrem gut. Und dementsprechend finde ich es sehr nice und wollte es rein. Machen wir mit dem nächsten Piece weiter. Und bei dem nächsten Piece sind wir bei dem Thema kurze Hosen. Und ich habe eine ziemlich coole kurze Hose gefunden. Und zwar wieder bei Zalando von Selected On. Ich finde, die hat einen sehr, sehr coolen Fit. Und auch so ein bisschen in diese Cargo-Richtung. Das Material
Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber sieht auch relativ bequem aus, nicht so steif aus, relativ locker. Und ja, wie die es kombinieren, finde ich zum Beispiel sehr, sehr nice. Diese hellen Farben zusammen kombiniert, hat auf jeden Fall was. Diese helle, ich sag mal, Jeansjacke oder Oversized Hemd, beziehungsweise Overhemd. Und darunter nochmal so ein cremefarbenes Hemd mit dieser braunen Hose. Sehr, sehr nice. Also gefällt mir extrem gut. Auch die hier, 50 Euro, natürlich für eine kurze Hose nicht günstig, aber ich finde noch im Rahmen und dementsprechend könnt ihr das auf jeden Fall auch anschauen. Gibt es natürlich auch noch in Blau, aber ja, Blau, mir würde sie wie in diesem Olivbraun auf jeden Fall besser gefallen. Kommen wir zum nächsten Piece und bei dem nächsten Piece sind wir beim Thema Vintage-Hemden und generell Thema Sale ist gerade total up to date und ich habe dieses Hemd hier gefunden, das auch so in die Richtung Khaki-Braun geht, ich bin mir nicht ganz sicher, müsste man sich anschauen live, welche Farbe das nun wirklich ist, aber es wirkt so eher grünlich als bräunlich und die gibt es aktuell bei Reiss Fashion. Reiss ist eine gute Marke, allerdings auch qualitativ, ich sag mal nicht überkrass, also ist gut, hat einen sehr, sehr guten Stellenwert, gerade in den UK und Amerika, aber in Deutschland relativ selten sieht man die Sachen. Teilweise, ich sag mal, wenn ihr nach London an den Airport fliegt, dann haben die da eigene Stores und so, die Sachen sind echt nicht schlecht. Ich habe auch schon mal mit denen was gemacht und ich kann die Sachen echt empfehlen. Und ich fand, dass dieses Hemd auf jeden Fall, dieses 60er Jahre Collarhemd hier, Cuban Collarhemd mit diesem Kragen, diesen weißen Akzenten dran, sehr nice. Und dementsprechend habe ich es mit reingenommen. Und weil es gerade im Sale ist für 60 Euro, natürlich auch nicht ganz so günstig, aber die Marke ist schon ein bisschen höher angesiedelt. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Wie gesagt, die haben viele coole Hemden im Sale. Ich hatte unter anderem... leider nicht mehr sichtbar, aber ich hatte da noch ein anderes cooles Hemd gesehen, aber wie gesagt, falls ihr daran Interesse habt, checkt den Store mal ab, wie gesagt, keine Produktplatzierung oder sonstiges, sondern einfach nur Empfehlung und ja, würde ich auf jeden Fall abchecken. Und dann kommen wir zum vorletzten Piece und das vorletzte Piece ist für kommenden Samstag. Am kommenden Samstag kommt ein neuer Schuh bei Nike raus. Colorway, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Geschmackssache, aber ich kann euch sagen, der Schuh wird auf jeden Fall gut gehypt sein und relativ fix ausverkauft sein. Die einzige Möglichkeit, die ihr wieder den bekommt, ist über die Sneaker-App von Nike. Da müsst ihr euch registrieren und dann könnt ihr den ab 9 Uhr rein theoretisch bestellen. Ich kann euch sagen, der Schuh wird auf jeden Fall auch im Resale sein, ist der Nike Dunk Low in Red. Wie gesagt, mein Colorway wäre es auf jeden Fall nicht. Und ich habe ihn einfach mal reingenommen, weil es auf jeden Fall ein Hot Drop diese Woche ist und ihr das, falls ihr sowas sucht, auf jeden Fall im Auge behalten müsst für kommenden Samstag. Sehr nice, falls ihr sowas sucht. Wie gesagt, die Nike Dunk SBs sind im Moment ratzfatz immer ausverkauft und es gibt im Prinzip auch keinen Store, der auf was Flagge hat. Der Schuh ist einfach gerade einfach mega im Hype und ja, wie gesagt. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece und das letzte Piece habe ich gesehen bei LFDY. Kommt meinem Hoodie, den ich gerade anhabe, sehr nahe und hat natürlich hier noch so einen Knopf. Müsst ihr mal gucken. Hier habt ihr so einen Knopf. Ist ganz nice, eine coole Idee, aber die haben so eine eigene Sportswear rausgebracht und auch die Sachen sind relativ cool, auch teilweise schon ausverkauft und wie gesagt, bei LFDY macht ihr eigentlich nie was verkehrt, checkt das auf jeden Fall ab und auch da ist eine dicke Empfehlung raus, falls ihr sowas sucht. Sehr coole Marke. Und das war es auch wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Wie gesagt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mal irgendwas Spezielles rausgesucht haben möchtet. Irgendwie Schuhe, Sommer Edition oder was weiß ich. Keine Ahnung, ich bin offen für alles. Schlagt mir Sachen in den Kommentaren vor. Und wie gesagt, ich habe, falls ihr mir in den Kommentaren auch da ein Feedback gebt, auf jeden Fall vorne diese Summer Sale Premium Stores, weil da könnt ihr super coole Klamotten wie Off-White etc. für kleines Geld auf jeden Fall shoppen. Da könnte ich noch so einen kleinen Überblick für euch verschaffen, welche Stores ihr auf jeden Fall abchecken solltet, wo ihr coole Sachen bekommt, weil ich kenne ziemlich viele coole Premium Stores und ja, das war's auf jeden Fall. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.